Schicht 9, 27. Oktober am Rammelsberg. Und heute könnte der Kontrast wahrscheinlich nicht größer sein. 1000 Jahre Bergbau, über 20 Jahre Musikbusiness, aber das erste Album. Wie ist das für dich, hier bei uns am Berg zu sein? Ist ein großes Erlebnis, ehrlich gesagt. Und ich bin total gespannt. Und ich meine, die Umgebung sagt ja schon einiges. Und hier wird halt eben sehr, sehr hart gearbeitet. Und Rock hat ja auch irgendwie immer was mit Stein oder mit Gehstein zu tun. Und insofern bin ich hier sehr, sehr gut aufgehoben. Und ich glaube, das wird ein sensationeller Abend. Also gab es auch mal so ein Gefühl, wo du gesagt hast, ich weiß gar nicht, was ich in 5 Jahren mache. Wo sehe ich mich da? Oder? Das habe ich jeden Tag, mehr oder weniger. Also ich habe jeden Tag auch eine Form von Angst, was wird morgen passieren. Aber das ist halt eben auch genau das, was den Reiz dieses Berufs oder dieses Jobs ausmacht. Dass ich halt auf der einen Seite natürlich frei gestalten kann, aber auf der anderen Seite halt eben auch nicht weiß, was morgen passiert. Aber das ist halt eben Rock and Roll, ne? Und insofern bin ich dankbar dafür. Und wie gesagt, diese Bedenken oder diese Angst habe ich jeden Tag, aber ich habe gelernt, in 30 Jahren damit umzugehen. Ich fühle mich sehr, sehr verstanden mit den Texten, die ich geschrieben habe, die halt eben auch wirklich ein paar Monate oder Jahre gedauert haben, bis ich sie halt eben wirklich ausdrücken konnte oder niederschreiben konnte. Und ich habe das Gefühl, dass hier was Großes entsteht. Es fühlt sich an wie in den ersten Tagen von H-Blocks. Und es fühlt sich auch so an, als ob der ersten Platte definitiv eine zweite folgen muss. Ja, definitiv. Nein. Das ist der Anfang vom Ende meines Lebens jetzt. Also so mache ich, genau so mache ich weiter. Du hast keinen Puls, deine Glieder sind kalt, deine Knochen schleifen über den Asphalt. Und wie ein Zombie läufst du durch die Nacht, bis der Morgen erfahrt. Yeah. Du hast kein Ziel und du weißt nicht wohin, bist weder tot noch lebendig irgendwo zwischendrin. Doch irgendwann findest du jemand, der dich versteht, der dich wiederbelebt. Der Abend fängt einsam an, aber hört gemeinsam auf. Gebt noch einen aus, die Zeit gestaucht, genießt den nicen Sound. DJ, dreh einfach laut, dieser Tune ist fein wie Staub. Du schwingst das Tanzbein und willst anscheinend nicht allein nach Haus. Gab, aber stürz nicht ab, denn was sie wirklich hast, wenn du nicht auf SM stehst, aber dennoch was zu würgen hast. Den Abend wirken lassen, lass dich mal gehen, die Tanzfläche bebt, die Cocktails wie am Strand an der See, alles schwankt schon extrem. Mann, versuch du selbst zu sein, versinkt nicht im Selbstmitleid, weil sonst alles zu spät ist. Fehler sehen und beseitigen wie Tetris. Doch heute tust du der Leber etwas Gutes an dem Tresen. So verfluchen wir die Tränen und suchen etwas Gutes für die Seele. Sieh zu, dass du was tust, du hast genug von dieser Predigt. Bewahr Ruhe und das stetig. Lass dich nicht stressen, dann findest du vielleicht doch irgendwann den passenden Deck. Ist mal was so gefloppt, dass du gesagt hast, oh Gott, ich hatte mir so viel versprochen von dem Song. Und jetzt ist er weg. Nee, an einem Song würde ich das definitiv nicht festmachen wollen, aber tatsächlich ist das ein fließendes Erlebnis, also jeden Morgen aufzuwachen und zu wissen, ich habe jetzt 45 Jahre erleben dürfen, in denen ich halt eben Musiker bin, und die letzten 30 Jahre habe ich halt eben mit Musik etwas, was sich nicht anfühlt wie Arbeit, sondern halt eben wie Verwirklichung, damit halt eben mein Brot- und Buttergeschäft halt eben finanzieren zu können, das ist das schönste Erlebnis, mit Abstand. Und da bin ich jeden Tag dankbar für, und da kann ich nicht genug für beim Himmel bedanken. Schlechte Erlebnisse, es gab jetzt für mich persönlich einen der größten Tiefpunkte meiner Karriere war, dass ich eingeladen wurde zu einem Konzert gegen Hass und Gewalt. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich dann halt eben auch alles dafür möglich gemacht habe, da auftreten zu dürfen. Und vollkommen klar, da engagiere ich mich für Demokratie, für Vielfalt, für Toleranz und vor allem gegen Hass und Gewalt. Und 3 Tage vorher wurde ich bei einer Demonstration von über 10.000 Menschen halt eben ausgeladen, weil ich Teil der Söhne Mannheims bin. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, so schön ich dieses Land finde, aber irgendwo geht es mit der politischen Korrektheit dann halt eben auch ein Stück zu weit. Du hast eben vom Tourbus gesprochen. Ist so eine Zeit, wo man dann, ich war heute Morgen um 6 hier aufgeschlossen, da stand der Bus schon. Ist da das, bin ich gerade ins Bett gegangen. Das war noch Licht. Ja. Ist das dann, ist das geil, ein paar Tage lang zu sagen, hey, ich bin da mit meinen Jungs unterwegs, es wird vielleicht auch zu viel getrunken und andere Dinge, oder ist das doch auch, Mensch, ich habe die Familie zu Hause, kann ich bei jedem Konzert dabei sein, eigentlich fehlt mir, ist das so, oder ist das eine Mischung aus allem? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man nicht im Tourbus sitzt? Ja, vor allem darfst du das nicht so, oder man darf sich das nicht so vorstellen, als ob das halt eben was
die Ausnahme von der Regel ist. Das ist mein Job, das mache ich seit 30 Jahren. Ich bin seit 30 Jahren auf Tour und meine Familie muss damit leben, dass ich halt eben auch mal an Weihnachten, an Geburtstagen, Beerdigungen oder Geburten halt eben nicht da sein kann. Und umso schöner ist es halt eben dann im Bus oder in dieser Gesellschaft dann halt eben Freunde zu haben, mit denen man halt eben gemeinsam was erleben kann. Und das ist eine Form von Zuhause und der Tourbus ist jetzt heute halt eben wirklich mein Wohnzimmer und ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Champagner geduscht, die Vernunft verbrannt. Ich hab die Preise gesenkt, für politisch korrekt. Mir ist die Wahrheit egal, solange Herz im steckt. Chocotronic hat Hardcore zerstört, seitdem die Dorfprominenz jeden Scheiß gerne hört. Und jetzt ist es soweit, jetzt ist alles zu spät. Möchte gern Messias und Deutschpoet. Die Texte an einem Tresen geprüft und gegengelesen und mit dem Tankrad voll Gas gegeben. Es ist soweit, ich bin bereit. Das ist die Botschaft für den Chef der Musikpolizei. Ich reiß alle Fenster auf, damit du hörst, was ich schrei. Ich bin Rocker, Rapper, Hippie, ich bin frei, frei, frei. Ich bin frei. Jetzt hast du schon ein paar Mal H-Blocks angesprochen, als wir noch vor der Veröffentlichung erstmal so im Bekanntenkreis gesagt haben, Mensch, in den WLAN kommt. Alle durch die Bank haben gesagt, ihr könnt das alles machen, aber fragt doch auch mal, ob man nicht mit den H-Blocks auch noch mal vorbeikommt. Da würde ich in jedem Fall auch ein Ticket kaufen. Ist ja gut zu wissen. Ist das sozusagen, läuft das Projekt irgendwie so ein bisschen auch immer mit der Frage, machen wir da noch mal was? Wird das noch mal angeschoben? Wie ist da so der Stand? Was dürfen wir vermelden, damit wir sagen können, Miners Rock vielleicht doch? Ja, weil ich mich hier bei dir so zu Hause fühle und ich die Umgebung sehr, sehr liebe, kann ich dir jetzt das Geheimnis verraten. Also ja, es gibt Überlegungen, aber für mich persönlich war es halt eben auch sehr, sehr schwer, mich mit dem Gedanken anzufreunden, dass H-Blocks halt eben auch vorbei sein kann. Und zwar deshalb, weil es keinen Spaß mehr macht, aber die Impulse haben halt eben gefehlt. Also, was für Songs wollen wir schreiben? Warum sollten wir nochmal auf die Bühne gehen? Nur um unsere eigenen Songs halt eben zu covern, das macht keinen Sinn und es macht auch keinen Spaß. Und es gab halt eben einen so einen Moment, glaube ich, wo wir uns als Band auf der Bühne auch so ein bisschen gegenseitig gelangweilt haben. Und das ist das Schlimmste, was mir halt eben so als Musiker passiert ist. Aber jetzt sind halt eben auch wieder so 3 Jahre ohne H-Blocks-Konzert halt eben so ins Land gestrichen und wir haben uns jetzt mal wieder getroffen und wir hätten wohl Bock. Wir suchen halt eben nur noch nach dem Impuls, aber das kann ja schnell passieren. Ja. Ihr könntet zum Beispiel so ein Impuls sein. Ja, wir werden mal eine Anfrage rausschicken, ja. Mal gucken, was dann kommt. Welche 2 oder 3 Namen muss man sich denn zwingend merken, die in 2, 3 Jahren vielleicht auch hier bei uns spielen oder anderswo spielen, die man dann definitiv im Radio hört? Weil ich habe immer so das Gefühl, diese Szene ist so schnelllebig, dass es den es gestern noch überhaupt nicht gab, der ist morgen für uns eine kleine Location unbezahlbar, aber auch überhaupt, es wird alles so ein bisschen durchgepeitscht. Also schon mal vorab. Also wenn ich da irgendwie, also jetzt ein Versprechen von meiner Seite aus, wenn ich da irgendwie helfen kann, euch Künstler zu vermitteln, von denen ihr glaubt, dass man sich die nicht leisten kann, weil Miners Rock und halt eben auch hier die Location ist einfach so outstanding. Ich glaube, da wird es viele Künstler geben, die da gerne spielen würden. Wir nehmen dich beim Wort. Ohne übers, ja, ernsthaft, meine ich gerne, oder meine ich ernst. Aber aus meiner Zeit von The Voice Kids zum Beispiel gibt es einen Künstler, Danyom heißt er, der hat die 2. Staffel gewonnen, der jetzt gerade Songs veröffentlicht und den ich halt eben sehr bewundere, weil er ein unfassbar guter Künstler ist. Ich glaube, von dem kann man halt eben noch viel lernen und erleben, aber der ist halt eben auch so ein neuer deutscher Künstler, also 18, 19, 20 Jahre und ich weiß nicht, ob der dieses
Konzept Miners Rock halt eben versteht. Aber eine der besten Bands, die ich im letzten Jahr kennengelernt habe, war auf jeden Fall Feine Sahne Fischfilet. Und also falls ihr die Möglichkeit habt, die mal einzuladen, dann müsst ihr, glaube ich, einen neuen Stollen graben, weil die sind wirklich großartig. Aber das sind ja auch keine Newcomer mehr. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das wird halt eben missverstanden. Die meisten Leute denken halt eben, dass es ganz, ganz leicht und schnell ist, musikalisch erfolgreich zu sein. Aber als Künstler ist halt, glaube ich, halt eben der Weg die Geschichte, die du erzählen kannst. Und je länger dein Weg ist, desto spannender wird das. Also das ist ja auch der Grund, warum die Rolling Stones und U2 und Coldplay etc. halt eben so erfolgreich sind, weil sie halt eben eine Geschichte zu erzählen haben. Das Leben ist dann nur Geschichte und die wird wiederholt. Nimm das Leben nicht so ernst, denn es wird wohl überschätzt. Und jetzt nimm es in die Hand, jetzt werden Herzen besetzt. Ich sag Gott und Satan, haben eine Wette am Laufen. Ist die Menschheit für das Leben oder nichts zu gebrauchen? Gott schmeißt mit Liebe und Satan mit Geld, denn wir stehen es da. Oberflächlichkeit betrifft ja vielleicht auch die Frage, wer schreibt eigentlich? Also wir haben hier vor einem halben Jahr gesessen, da hat Max Giesinger hier auch im Interview erklärt, wie er das alles schreibt und wie er selber da so dran ist und dass ihm das für die neue Platte total wichtig war. Und 14 Tage oder drei Wochen später hat dann Jan Böhmermann das alles auseinandergenommen. Was ja nicht schlimm ist, wenn man vorher sagt, ich habe es nicht selber geschrieben. Ist das was, was dir auch was gibt als Künstler, das Schreiben? Oder wäre ein guter Song, den dir jemand gibt, genauso gut? Also Achtung, Satire, Jan Böhmermann ist ein Arschloch. Also ich glaube, da erzähle ich auch nichts Neues. Und er ist halt eben ein verkappter Musiker, der ist total frustriert, dass er halt eben nicht selber in den Charts ist. Und ich glaube, wenn er die Möglichkeit hätte, Max Giesinger zu sein, dann würde er lieber Max Giesinger als Jan Böhmermann sein. Aber ich mag das, was Jan macht. Und ich finde das auch richtig, auch wenn ich darunter teilweise halt eben zu leiden hatte. Aber unabhängig von Max Giesinger oder von den Vincent Weisses dieser Welt und von allen anderen möglichen Musikern, von den Toten Hosen bis zu den Rolling Stones, gibt es keinen Musiker, der sich nicht mal irgendwie einen Hit hat schreiben lassen. Mhm. Und das ist auch vollkommen normal. Aber so zu tun, als ob man halt eben wirklich alles selber macht, ist absurd. Also Musik ist eine Sprache und das bedeutet halt eben, dass es um Kommunikation geht. Und das ist halt von mehr als einem Menschen abhängig. Und sowohl Max Giesinger als auch ich schreiben die Songs nicht alle alleine, sondern es gibt immer Leute, die halt eben dazu beitragen, einen zu inspirieren, egal ob es eine Muse oder ein Co-Writer oder ein Texter oder wie auch immer ist, und das ist auch gut so. Weil ich brauche das halt eben, diese Resonanz, nicht nur vom Publikum, sondern halt eben auch von der Band, dass man Bock hat, jetzt wirklich das beste Konzert seines Lebens zu spielen. Und das heute in Goslar bei uns. Natürlich, da habe ich mich jetzt 45 Jahre darauf vorbereitet. Hab die Blockade überwunden, doch ich krieg sie nicht zu Papier. Ich hab die Zeilen längst gefunden, doch wie krieg ich sie jetzt zu dir? Mein Herz sagt, dein Herzschlag spielt das Lied, das mich am Leben hält. Mein Herz sagt, dein Herzschlag ist der beste Beat der Welt, der beste Beat der Welt. Zu unserem Konzert gehört eine ganz wichtige Sache, denn die Künstler bei uns kriegen alle solch einen schönen Helm, Design von unserem Giovanni. Und der würde sich natürlich ganz besonders freuen, wenn du zum Ende unserer Plauderei diesen Helm trägst. Und den trage ich heute Abend, ist doch vollkommen klar. Ist das geil. Miners Rock geht nur mit Helm, weil echte Bergleute natürlich einen Helm tragen. Großartig. Habe die Ehre. Glück auf, sagt man, glaube ich. Glück auf. Danke dir. Danke für eine geile Show heute Abend. Ja, ich freue mich. Tanz, tanz um dein Leben, also tanz, tanz. Tanz um dein Leben, also tanz, tanz, tanz um dein Leben, also tanz.